Wenn man klettert, ist der Geist völlig klar. Frei von allen Verwirrungen, voll konzentriert. Und plötzlich erscheint einem das Licht viel intensiver, die Klänge reicher. Man ist erfüllt von der tiefen und mächtigen Gegenwart des Lebens. Ein junger Bergsteiger, als Forscher schon eine Legende, bricht zu einer Expedition in den Himalaya auf. Das Wetter wird schlechter, wir sollten uns anseilen! Lawine! Und bleibt 7 Jahre lang verschollen. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Mannes und seiner außergewöhnlichen Reise. Verfilmt von Starregisseur Jean-Jacques Annaud. Tut mir leid, aber Sie stehen unter Arrest. Der Krieg stellt ihn auf die Probe. Das Schicksal fordert ihn heraus. Nur wenige würden solche Strapazen überhaupt überstehen. Wir sollten ihnen Hochachtung entgegenbringen. Und plötzlich findet er sich wieder in einer verbotenen Welt. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wünscht, Sie kennenzulernen. Die ihn für immer verändern sollte. Es ist mir eine Ehre, Euer Heiligkeit. Golden! Goldenes Haar! Ich will wissen von der Welt, aus der du kommst. Wo zum Beispiel ist Paris? Was ist eine Atombombe? Und wer ist Jack the Ripper? Messer aus dem Westen. Man tut sie an die Füße, um Fleisch zu schneiden. Nein, man tut sie an die Füße, um auf dem Eis zu tanzen. Ihr müsst Tibet verlassen. Euer Leben ist in großer Gefahr. Ich habe Vorkehrungen getroffen, um euch hier rauszuschaffen. Wie kann ich den Menschen helfen, wenn ich davonlaufe? Wenn du dir einen verborgenen Ort vorstellen kannst, wo sich all die überwältigende Schönheit sonderbarer nächtlicher Träume widerspiegelt, dann weißt du, wo ich bin. Brad Pitt. 7 Jahre in Tibet.